Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Father's Day. Wir sind jetzt bei Phil, da haben wir zuletzt aufgehört. Und ja, ich bin gespannt. Wir sind wieder zurück zu Phil. Klingt ein bisschen wie ein Nachrichtensprecher. Und jetzt zurück zu Phil. So. Okay. 3:27 Uhr, das ist jetzt nicht mehr normale Zeit. Wieder die Taschenlampe. Okay. Okay. Oh, wir haben wieder eine Zeitreise gemacht. Wir sind jetzt noch weiter zurückgesprungen. Nee, ist immer noch gleich. Hallo? What's happening? Ich höre jemanden atmen. Hallo? Oh. Emma hasn't sorted her mail yet. Need to replace it. What the heck? Ist das die Hand vom Officer? Emma, das ist die Familie, ne, die wir eben gesehen haben auf dem Bild. Dein Bruder Jonathan. Jonathan? Jonathan, Entschuldigung. Emma, I'm so sorry. I want to help you find JJ, but I can't see assure you what the boy was just playing with friends and didn't warn you. He will be back soon, your neighbor Phil. Der Mann ist zurück. Wollte dich schützen, aber er ist wieder zurück. Locked, need a key. Und das ist Emma. Emma mit einer Säge. Ja, das ist ja sehr einladend. Ja. Kann schon mal klingeln. Entschuldigung. Was soll das denn jetzt? Get out of my house. War frech hier. Sind wir gerade Emma? Nee. Entschuldigung, das hört sich sehr falsch an. Da war der Dämon. Ich habe die genau gesehen. Der Fernseher wird bestimmt noch eine Bedeutung haben. Oh, hier. Oh, öffne zwei Zeiten. Das ist ja wirklich so, wie ich gesagt habe. Mal zu. Wieder auf. Ja, ich liebe sowas. Warte mal. Mach nochmal. So, geh mal rein hier. Ins Portal. Portal zu der Ex und Familie. Meine Stimme geht weg. Hilfe. Meine Stimme. So, Entschuldigung, muss ich mir kurz verreißen. Lebende Mäusebabys oder so. Warum? Kann dich sehen. Okay. Wir schaffen das. Wer siehst? Alter durch. Oder ich weiß nicht, was du trinken willst und bleib durch, oder? Need to find the missing part. The bear. Okay. What are you doing? Gut, wir finden den Bären irgendwo. Kein Problem. Hallo. Komm her, ich glaube, es gerade nicht. Ja, moin. Ja, moin. Hört sich weiter.
What? Oh, take. It's time to light the camp. Es ist Zeit, die Kerzen zum Leuchten zu bringen. Okay, wir zünden Kerzen an. Time to light the candles. Ich hab's leider nicht gesehen, was drauf stand. Unlight irgendwas. Schreib's mir gerne nochmal in die Kommentare, was auf dem Feuerzeug stand. Gut, nee, da muss ich aber ganz dringend lösen. Okay. Das ist der Horror hier des Nachbarn. Klingel. Klingelingeling, klingelingeling, da kommt der Eiermann. Okay, dann gehen wir mal gucken. Muss ich ja wahrscheinlich hier alles anzünden. I guess. Ja, hier. It's time to light the candle. Okay. Hier ist ja schon alles. Eine vergessen. Nee, die zwei, die zwei. Das sieht aus, als würde die gleich aus dem Bild kommen. Okay. Okay, wir folgen mal hier der Kerzenspur. Kann ich die anzünden? Nee. Die hier? Nicht. Hier ist noch eine. Oder? Nee. Okay. Was jetzt? Kann ich nichts machen? So. Oh, wacht, Entschuldigung, bitte. Ich habe eine Frage. Wo müssen wir mit denen lang? Was müssen wir tun? Noch eine? Kann ich aber nicht anzünden. Ich habe auch schon alles angemacht. Wo muss ich denn noch hin? Ja, eine vergessen. Ah, warte mal. Irgendwas machen. Ah, yes! Need to light the candles to open the door. Ja, das kommt ein bisschen spät. Gut, ich habe einen Schlüssel. Okay. Ist ja auch cool gemacht, dass man diesmal mal Kerzen anmachen muss, für den Safe zu knacken. Das ist ja nice. Warte mal, was hier? Oh, der war... Oh. Okay. Leon? Das möchte ich nicht. Ich guck mich erstmal um. Hier. I want to go back to you. My true one let me go. Ich möchte zurück zu dir. Oh. Hello, my girl with the teddy bear. Hello.
Und der Dämon ist in ihr. Man sieht den Schatten. Oh mein Gott. Hallo. Du, ich wollte nicht stören. Kein Problem. So, machen wir mal auf. Und da ist der Teddybär drin. Nice. Ist sie jetzt sauer? Oh, schon wieder ein Paket. Da sieh mal einer an. Was ist denn das? Okay, da ist ein Hexenbuch. Was ist das? Ah, ein Fuse. Ja, natürlich. What the fuck? Huch, es bewegt sich von selbst. Okay. Da hinten. Juhu! Ich wusste es. Ich wusste, dass sich da noch jemand verbirgt. Oh boy. Oh boy, das ist gar nicht gut. Oh, hallo. Ja, dann muss ich das machen? Muss ich wirklich? Ich will das nicht. Oh, scheiße. The item is missing. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das erste Puzzle machen. Und dann können wir... Da wurde gerade was weggezogen. Gedärme oder sowas. What in the fucking hell? Oh Gott, das war meine Katze. Ich bin voll erschreckt. So, hier hast du einen Teddybär. Bitteschön. Ah, da ist es. Wie nennt man das? Da zappelt. Hallo, Lieselotte. Lischi, bist du es? Lischi. Wow, das ist ein bisschen Leia Sophia hier. Das ist ja mal ein schönes Bild. Das ist ja... Ach, Gottes Willen, das ist ja... Ach, zügig schon mal. Aber wo ist denn dein Gesicht? Das kann man nicht machen, ja. Nö. Dann halt nicht. Warum ist jetzt hier ein Keller? Da war ich hin, ja. Die Hölle, natürlich. Da sind die Hufen. Need a password. Okay, ich komm später wieder. Mein Dude. Horror. Hallo? Oh, please. Oh, noch eine Puppe. Ja, dann legen wir mal los hier, ne? 1 4 0 8. 1 4 0 8. Vielen Dank. Danke. Eins, vier, null, acht. Als folgende Mal. Jetzt komme ich aber nicht rein. Okay. 1 4 0 8. Ende. Ja, moin, wir sind drin. What in the... What in the... What? 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 What in the fucking hell is this machine making? Ja, schön mein Darm. Nee. Ihhh. Need a key. Okay, wir brauchen noch einen Schlüssel. Das haben wir. Das ist ja wie Klisterfolie. Warte mal. Geht das? Klisterfolie. Entschuldigung. So, guck mal hier. Ah, und da ist der Hebel drin wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht.
Oder wo auch immer er sein mag. I need a key. Okay. Ah ja, vielen Dank. Da hinten ist sie übrigens. Die erinnert mich irgendwie an Sinan. Da hinten mit ihrem Schleier. Juhu, grüezi. Grüezi miteinander. Bist du deppert, Tom. Du holst dir ja noch einen Död. Du holst dir noch einen Schnupfen mit deinem Gewand, hör mal, im Winter. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Können wir das ausschließen? Oh, Tatsache. Ist nicht der Erzengel? Nee, oh, das ist der Tod. Okay, können wir die Tür bitte... Ja, danke. Achtung. Okay, wieder rein! Creator, ich möchte die Wahrheit hören. Ja, ich auch, Hammer. Warum machst du das genau so in dem Moment, wo man durchläuft? Was? Akt 4, das goldene Ei. The Golden Egg is a riddle world created from the memories and actions of a certain person, and we analyze what he is afraid in order to use in the future. Okay, krass. The next stage is putting a person's mind into the riddle world so he thinks he's everything seems around him surreal. When we connect to consciousness of a person and try to find out what a secret he keeps. In our egg, we have created a space for the maniac, so what we will not to be able to scanish reality for the virtual world, sorry for my bad English today, but it's so, and really think what is life, what is in his life. While he is tracked, our task is a dig into the memories of the case. To do this, we will connect a person who will explore his world and record evidence for us. Together with the district police, we are launching... Ach, krass! Das heißt, wir sind wirklich in den Gedanken. Operator, communication with Henry has been interrupted. His number gets in the touch. Ah, lol, die kennen die Erinnerungen. Also, es ist wirklich wie eine Simulation. Got beyond the own egg, only a maniac knows his no. He need a person whatever we when the place in reality, he himself will not get out of this world. Oh Gott. Ding Henry is out of order. Ist weg. What? Zu weit abgedriftet. We're calling Jonathan. Oh mein Gott, das ist so Horror. Stell dir schon mal vor, es gibt wirklich so eine Simulation. Dass du darauf zugreifen kannst und vielleicht auch die Erinnerung ändern kannst. Dass die Person wirklich denkt, dass du genau in diesem Moment gerade wirklich lebst. Be careful, even knows where to look for you. Jonathan, 1.13 Uhr am Morgen. Jonathan, show me how it was, but don't beyond the boundaries of the world. It's dangerous. Geh nicht raus aus der Welt, das ist zu gefährlich. I was in this place 20 Jahre zuvor. Es sieht so aus, als wäre es gestern. Es ist so, wie, als wäre es gestern gewesen. Oh mein Gott. Outlast Feeling, natürlich. Krass. Oh, stellt euch das mal wirklich vor. Und vor allem, du hast ja auch die Gefühle und alles, die dann dementsprechend hochkommen. Gott. Nur wenn du zu sehr abdriftest, dann bist du wohl ganz weg, tatsächlich. Ist irgendwas schiefgelaufen, auf jeden Fall. Wie er gesagt hat, wer weiß, was da der Hintergrund ist. Okay. Da kommen wir nicht rein. He's running with the roost tonight. Running with the roost. Don't want them all.
Okay, müssen wir hin? Kann ich hier jetzt vorne rein oder immer noch nicht? Durchs Fenster? Oh! Need a crowbar to open the window? Was? Warum? Warum willst du denn da rein? Hat was gefleucht. Wo steht sie doch? Hab's hier noch gesehen. Hier raus? Nee. Steht doch selbst. Okay, ist hier irgendwas? Oh oh. Hören Sie, ob der Kassel einen Keks hat. Okay. Ab zum Fenster rüber. Hallo. Das war doch erfrischend, Hummer. Einer. Und wieder am Ort des Geschehens. Es gibt einen auch so ein bisschen. Ist hier jemand? Es gibt einen auch so ein bisschen von The Hunger Games mit Katniss Everdeen. Kennt ihr das noch? Das, weil die auch in so einer Simulation sind, die aber wirklich wie real ist. So, wisst ihr, was ich meine? This is the letter I sent to Amber. Where son of a bitch stole it. I know it was a guilty. Oh, der hat den gestohlen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Oh mein Gott, was steht denn drin? Emma, your neighbor doesn't bother you anymore. I know you're kind of him, and your son likes him, but he seems strange to me. His name is Phil, and he lives alone? He lives alone? Ja, ich lebe auch allein. Bin ich jetzt auch strange? I've got something on him. He had a family who got into a car accident. His wife and a child died. Afterward, he moved into an apartment in your house. I don't think you shouldn't talk to him, your brother Jonathan. Oh mein Gott. I don't need any presents. Please let us go home. We are where we stand. Wir brauchen keine Geschenke. Bitte lass es nach Hause gehen. Wir haben Angst. Ja, hier waren noch einige. Warum? In that voice, please. Clownsnase. Was ist das? Ah, Leiterfluid. Okay. Kriegen wir eine Lampe? Eine Öllampe? Und Schuhe. Okay. Oh. Okay. Er war hier. Da. Will unwilling, trained by the unskilled to do this impossible for the ungrateful. Okay. Need to find how open the safe. Um.
Irgendein Schlüssel oder irgendwas? Eklig. Ah. Wir need an accent code. Okay. Wo könnte der sein? Oh, wir sind. Oh Gott, was passiert jetzt? What the heck? Das hat irgendwie wie ein Höllenhund. Was ist denn jetzt los? Ey, der Vater. Uff. Was war das denn? Hier kann ich aber nichts mehr machen. Wir brauchen einen Code. Wo könnte der sein? Nicht den Code, sondern der Code. Code. Der ist wieder geschlossen. Auf die andere Seite. Ging ja nicht. Denn hier rum. Geht das? Nee, auch nicht. Hä? Hat hier was verändert? Nee. Wieder am Rating for you. Gott. Unangenehm. Irgendwas? Ein bisschen suchen. Irgendwas dabei? Nee. Ein Ding. Irgendwas. Ah, ich muss hier wieder lang gehen, oder was? Oh Gott. Stimmt. Oh Gott. Deswegen die Handschuhe. Excellent Card, okay. Und damit können wir das Schloss öffnen. Okay. Im Klo einfach ausgeschießen oder was? Diary. I came home after school. My mom has a bad mood. I had to sit in the basement again. Ich musste wieder im Keller sitzen. Oh Gott. My heart will go on. Warum, er lag auf dem. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber er lag einfach auf dem Rücken.
rückwärts gedreht und ist so gelaufen. Jonathan, 2.52 Uhr. Und der Stelle machen wir wieder einen Break. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Faber Seminar. Bis dahin.